Hallo zusammen, hier ist wieder euer Rickman zurück mit einem neuen Video und wir breaken heute wieder Hoops, denn mehr Hoops ist besseres Hoops. Heute an der Reihe zwei Blasterboxen. In jeder Blasterbox befinden sich 88 Karten, verteilt auf 11 Päckchen, also 8 Karten pro Päckchen. In jeder Box erwartet uns eine Autogrammkarte oder eine Memorabilia-Card. Im Zweifel ist es eher eine Mem-Card, also die Autogramme sind wirklich eher selten in diesen Blasterboxen. Genau, und außerdem sind wir auf der Suche nach Blaster-exklusiven blauen und roten Parallels. Ja, ich zeige euch nochmal hier die Seite, um zu sehen, was alles drin ist letztendlich. Wir sind auf der Suche, wie immer, nach den Top-Rookies des Jahrgangs und dem heiß begehrten Slam-Inserts, wo ihr hinten das von Kobe seht aus unserem letzten Hoops-Break. Und ich fange einfach mal mit der ersten Box an. Mal wieder eine Menge Päckchen zum Aufreißen. Macht aber immer sehr viel Spaß, finde ich. Los geht's. Jeremy Lamb, Terry Rozier, Lauri Markkanen, Draymond Green, Kentavious Caldwell-Pope. Und unser erstes Insert ist Vanity Blades, LeBron James. Ja, gute Besserung an den King auf jeden Fall, der sich verletzt hat und vermutlich den längere Zeit ausfallen wird. Unsere Rookie-Karten sind Anthony Edwards, der Ant-Man, sehr cool. Und Sadiq Bey. Ja, den Ant-Man werden wir auch mal direkt absleeven. Gute Sache. Nächstes Päckchen. Jeff Teague, Harrison Barnes, Rudy Gobert, Mr. Prince, Tobias Harris und ein erstes blaues Parallel. Und es ist Jared Carver, müsste Second Year sein, die Rookies Tyler Bay und Theo Maledon. Die sind nicht nummeriert, die Parallels. Troy Brown Jr., Kevin Porter Jr., Serge Ibaka, Luka Doncic, Jackson Hayes. Rookie-Karte von Devin Vassell, Purple. Und die anderen Rookie-Karten, Cole Anthony, auch sehr cool, und Josh Green. Cole Anthony, auch einer der besseren Rookies des Jahrgangs. Und Devin Vassell, Purple, gefällt mir ziemlich cool mit diesem leichten Shiny da unten. Vorher gar nicht geguckt, ob ein dickeres Päckchen dabei ist, ob wir vielleicht doch ein Autogramm haben. Ah, das letzte Päckchen sieht schon ziemlich dick aus. Also eine Mem-Card wird sein. Rudy Gay, Luke Kennard, Jonathan Isaac, Gordon Hayward, Paul George und das nächste blaue Parallel, der falsche Hornet, das ist Malik Monk. Rookie-Karten Killian Hayes. Und Aaron Naismith. Nächstes Päckchen. Caddy Ober Jr., Davante Sabonis, Giannis Antetokounmpo, Thaddeus Young, Klay Thompson. Und Slam, Luka Doncic. Sehr, sehr cool. Mega geil. Sehr, sehr geil. Das nehme ich doch gerne mit.
Mega cool. Future Hall of Famer, würde ich mal sagen. Und die Rookie-Karten Obi Toppin und Tyrese Maxey. Nächstes Päckchen. Zerfleddern aber auch heute wieder hier, meine Güte. Nicholas Batum, John Collins, De'Aaron Fox, Dwight Howard, Spencer Dinwiddie und was haben wir denn hier? Ah, Class of 2020 und es ist Aaron Naismith. Unsere Rookies Desmond Bane und Cassius Stanley. Aaron Naismith ist natürlich auch ein Rookie. Mike Conley, Nikola Jokic, Joel Embiid, Austin Rivers, oh, und wir haben ein Autogramm. Es ist Anderson Varejao, würde ich behaupten, von den Cleveland Cavaliers. Nicht schlecht. Gerne hätten wir natürlich hier ein Rookie-Autogramm gesehen, aber wir wollen uns mal nicht beschweren. Ein Insert Karl Anthony Towns, Lights, Camera, Action. Unsere Rookie-Karten, Jamyce Ramsey und Alexei Pokuševski. Nächstes Päckchen, da habe ich mich schon mal getäuscht, was das letzte Päckchen angeht, das irgendwie ein bisschen dicker aussieht. Aber vielleicht kriegen wir auch einfach beides, wäre ja auch mal interessant. Darius Garland, Patty Mills, Sekou Doumbouya, Kristaps Porzingis, JJ Redick und Frequent Flyers, Joel Embiid, unsere Rookies Isaac Okoro und Isaiah Stewart. Drei Päckchen noch vom ersten Blaster. Nikolaj Vucevic, Ricky Rubio, Jason Tatum, Patrick Beverley, Chris Middleton, Robert Covington, Purple und die Rookies Jordan Nwora und Jalen Smith. Zwei Päckchen noch. Malcolm Brogdon, PJ Washington, Clint Capella, Chris Dunn, Andrew Wiggins und Vanity Plates, Donovan Mitchell, unsere Rookies, Denny Avdija und Onyeka Okongwu. Letztes Päckchen, wünscht uns Glück. Buddy Hield, Duncan Robinson, Kai Kuzma, Kyrie Irving, Juanjo Hernan Gomez und ein blaues Insert, Parallel, Jaden McDaniels, eine Rookie-Karte. Nicht schlecht. Und die anderen beiden Rookies, Saven Lee und Jaden McDaniels erneut. Ja, machen wir doch direkt mit der nächsten Box weiter. Die erste war auf jeden Fall schon richtig gut. Gucken, ob ich die Stapel mal trenne, damit wir da ein bisschen vergleichen können. Was gab es denn? Was gab es denn hier noch für einen kleinen, weiß auch immer, für ein Ding, was da rausgeflogen kam? Hier kann ich auch kein so wirklich dickes Päckchen sehen, obwohl das eine könnte etwas dicker sein. Mache ich das mal nach hinten. Kristaps Porzingis, JJ Redick, Patty Mills, Sekou, Nikola Vucevic und Lights, Camera, Action, Jimmy Butler. Oh, LaMelo Ball.
Direkt im ersten Päckchen. Sehr, sehr cool. Und dahinter Udoka Azubuike. Dass ich es immer noch nicht schaffe, den richtig auszusprechen. Es tut mir sehr leid. LaMelo Ball. Coole Sache. Nehmen wir doch sehr gerne mit. Nächstes Päckchen. Auch an LaMelo nochmal gute Besserung. Leider ja ebenfalls verletzt. Jason Tatum. Patrick Beverley. Chris Middleton. Ricky Rubio. Malcolm Brogdon und ein blaues Parallel. Otto Porter Jr. Die Rookies sind Malachi Flynn und Daniel Otoro. Bisher nur ein Slam Insert, aber zumindest das von Luca. Ist das schon mal super. Chris Dunn, Andrew Wiggins, PJ Washington, ja, die hatten wir schon mal die Karten in der Reihenfolge. Clint Capella, Buddy Hield und Jordan Awara, Purple. Da wird sich 502 Frank sicherlich freuen. Mal gucken, ob ich die ihm irgendwie anbieten kann, die Karte. Cassius Winston und Trey Jones sind die anderen beiden Rookies. Nächstes Päckchen. Kai Kuzma, Kyrie Irving, Juancho Hernan Gomez, Duncan Robinson, Paul Millsap und der Joker. Blaues Parallel, Nikola Jokic. Unsere Rookies, Emmanuel Quickly und Anthony Edwards erneut. Coole Sache. Auch Emmanuel Quickly spielt richtig gut. Und der Joker. Ich merke schon, ich tue wieder gar nichts in den Toploader. Da wird man ja teilweise mancherorts gescholten. Dann tue ich doch zumindest mal den LaMelo in den Toploader. Und auch den Luca. Den Luca. Aber ich denke mir, wenn ich manche Karten eher später dann zum Graden einschicke, dann brauche ich sie auch nicht erst in den Toploader tun. Oder verkaufe. Was ist denn hier für ein Dreck? Okay, weiter geht's. Bin schon wieder hier im Verzug. James Harden, Seth Curry, Tristan Thompson, LaMarcus Aldridge, Blake Griffin und Vanity Blades, Russell Westbrook. Rookie, Sadiq Bey, Tyler Bey, so gehören sie hintereinander, so ist man das gewohnt. Ja. Brandon Ingram, Daniel Theis für die Personal Collection, Reggie Jackson, Evan Fournier, Chris Paul und Class of 2020, LaMelo Ball. Nicht schlecht. Ja, das ist doch mal eine, das nenne ich doch mal eine Blasterbox direkt. Zwei LaMelo Ball Karten. Da kann man auf jeden Fall nicht meckern. Die restlichen Rookies, Theo Maledon und Cole Anthony erneut. Nächstes Päckchen. Eric Pascal, Danny Green. Pascal Siakam, DeAndre Hunter, Bogdan Bogdanovic und Lights, Camera, Action, Paul George, Aaron Naismith und Obi Toppin. Vier Päckchen müssten es noch sein. Mitchell Robinson, Dwight Powell, Goran Dragic, Gary Harris, Matthew Dellavedova, Joel Embiid, Purple, unsere Rookies, Tyrese Maxey und Desmond Bane.
Derek Favors, Marcus Smart, Marcus Morris, Derek White, Derek Rose und Jaden McDaniels. Da hatten wir vorhin schon Red auf 75 limitiert. Cash Stanley und Jamais Ramsey. Zwei Päckchen noch. Damian Lillard, Kobe White, Markel Fultz, Shai SGA, nur genannt, Harrison Whiteside und Emmanuel Quickly, Blue. Sehr cool. Also ich muss direkt schon sagen, die zweite Blasterbox hat auf jeden Fall gewonnen. Das ist auf jeden Fall schon mal klar. Alexei Pokuševski und Isaac Okoro. Letztes Päckchen, das sieht etwas dicker aus. Da wird das, die Memorabilia-Card drin sein. Vielleicht können wir den Triple Lamello voll machen. Wir werden sehen. Dante DiVincenzo, Otto Porter Jr. Und kommt jetzt schon unsere... Nein. Miles Turner, Brandon Clark. Aber jetzt kommt unsere Memorabilia-Karte. Und es ist... Rise and Shine, Kira Lewis Jr. Und gefolgt. Sieht eigentlich relativ cool aus, muss ich sagen, dafür, dass ich diese Patchkarten nicht mag, aber die sieht schon sehr, sehr cool aus. Gefolgt von Tim Duncan, der Iceman 2000, sehr, sehr cool. Und die Rookies noch Josh Green und Killian Hayes. Ich muss sagen, die zweite Blasterbox hat mit Abstand gewonnen. Genau, natürlich habe ich mal wieder kein großes Sleeve vorbereitet für die Patchcard, aber wir machen einen kurzen Recap. Und zwar aus der ersten Blaster, die Slam von Luka Doncic, Jaden McDaniels, Blaues Parallel, Great Significance, Anderson Varejao, Autogramm, Cole Anthony, Devin Vassell, Purple, Jared Culver, Blue und Anthony Edwards. Und jetzt die zweite Blasterbox, die völlig überzeugt. Slam Insert, Tim Duncan, Emmanuel Quickley, Blue, Rookie Card, Jay McDaniels, Red auf 75, Cole Anthony, LaMelo Ball, Class of 2020, LaMelo Ball, Base Card, Nikola Jokic, Blue, Anthony Edwards und Jordan Nwora. Also da fällt es mir fast schon schwer, mich hier auf die Highlights festzulegen, aber klar, die beiden LaMelo-Karten und auch hier den Emmanuel Quickley. Und das Slam von Luca sind, denke ich mal, die Sachen, die man am meisten hervorheben kann. Richtig schick gefällt mir auch das Kira Lewis, auch wenn das hier einfach nur ein Napkin ist, wie die Amis es nennen. Also hier ist ein Taschentuch mit dabei. Und es ist natürlich nicht, ist not associated with any specific player, game or event. Also hat niemand irgendwie, naja. Kann man von halten, was man will. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, kommentiert, abonniert den Channel, macht die Glocke an, damit ihr über neue Videos benachrichtigt wird. Schaut mal bei Instagram vorbei und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Rickman Rips.